Einen wunderschönen Sonntag, meine Lieben. Heute ist ein ganz besonderer Tag. Abgesehen davon, dass super schönes Wetter ist und wir es gerade kurz nach 8 haben. Mein Wecker mich vor ein paar Sekunden geweckt hat und Julie immer noch schläft. In ihrem Bett. Und sie heute Nacht nur einmal um 6 Uhr wach war, weil sie seit 5 Tagen richtig gut schläft. Heute Nacht hat sie so extrem gut geschlafen, dass ich jede Stunde wach war und nach ihr geguckt habe, ob sie noch lebt. So gut hat sie geschlafen, da muss ich mich erst wieder dran gewöhnen. Nein, also sie schläft wieder deutlich, deutlich besser. In den letzten Vlogs habe ich euch ja geklagt, wie schlecht sie geschlafen hat. Ich vermute ganz, 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 ganz stark, dass sie Wachstumsknochenschmerzen hatte, weil sie hat einen dermaßenen Schub gemacht. Das ist Hammer. Ich musste so viele Sachen aussortieren. Das könnte sein, dass es das vielleicht war. Heute. Ist für mich ein extrem besonderer Tag, weil meine Mama kommt in einer Stunde und nimmt dann mein Mäuschen mit, weil wir werden heute Shooting haben. Ja, letztens war ja der Dirk da, ein befreundeter Fotograf von mir. Und der Kami kommt auch mit und dann wird mal wieder hier ein bisschen gefotot, ne? Ein bisschen Shooting gemacht. Freue ich mich total drauf und ich dachte, kann ich mal wieder filmen. Ich muss mir jetzt sputen, weil in einer Stunde kommt meine Mama. Das Coole ist, ich muss mich nicht fertig machen. Ich muss mich nur anziehen. Aber ein bisschen aufräumen, dann Julie gleich wecken, Julie Frühstück machen. Genau, das mache ich jetzt. So, Julie ist jetzt mittlerweile fertig. Ich habe mich total gesputet. Die hat gut gefrühstückt, die ist angezogen. Die Oma ist auch hier. Die wird jetzt abgeholt und ich wollte euch noch mal eben kurz was zeigen. Was super Süßes. Die liebe Lillimo hat uns nämlich super, super schöne T-Shirts für den Sommer geschenkt und die liegen jetzt hier schon seit 2 Tagen, weil ich wirklich extra auf diesen Vlog gewartet habe, dass ich sie noch nicht angezogen habe. Wirklich ein einziges T-Shirt habe ich schon angezogen und gewaschen, da sind so Schwäne drauf. Und ich wollte euch das einmal zeigen, weil die einfach so, so unfassbar schön sind hier. Das hier ist mein absoluter Lieblingsstoff, da habe ich mich ja so drin verliebt. Da habe ich direkt drum gebeten, mir auch so ein Einteiler zu machen für den Spielplatz, wenn ich mir schon vorstelle, dass die damit dann mit so einem Eimer über den Spielplatz rennt, dann kriege ich mich einen Schuss. Da kriege ich mich einen Schuss. Ja, Linus, ich weiß, du willst auch gucken. Erstmal gucken mit der Spitze. Ist das nicht mega schön? Die hat sie mir jetzt alle in 74 gemacht, weil Judy jetzt gerade wieder so einen ziemlichen Sprung gemacht hat. Und ich dachte, wenn die bis August, September passen sollen, dann sollten die einen Schwung größer sein. Jetzt sind sie hier noch ein bisschen lang und ein bisschen breit. Aber dann passen sie ihr hoffentlich dann den ganzen Sommer. Meine Stimme geht weg. Hier eine kleine Tasche, ne, für den Schnuller, wisst ihr Bescheid. Und ist der Stoff nicht geil? Ich finde, das können auch Mädchen tragen. Ist der nicht cool? Baustelle. Bob, der Baumeister. Julie steht in der Tagespflege total da drauf, mit ihrem Koffer rumzurennen, mit dem Hammer und haut die überall gegen. Das muss ich ihr dann anziehen. Vielen, vielen lieben Dank an die Lilimo. Ich werde euch unten alles verlinken. Die hat wirklich so wunderschöne Sachen. Ich durfte mir die Stoffe aussuchen. Sie hat gesagt, darf ich mich richtig austoben? Darf ich jedes Shirt ein bisschen anders machen? Ich so, ja, gib Gas und ich bin absolut begeistert. Du machst absolut tolle Sachen. Vielen lieben Dank dafür. Es werden zwischendurch noch ein paar Fotos auf Instagram folgen, wenn das Wetter dann ein bisschen besser ist. Und ich muss mich jetzt ganz doll sputen, weil ich muss jetzt nach Witten fahren. Hallo, ihr werdet es nicht glauben. Ich musste Kami tatsächlich aus dem Bett schmeißen. Ich bin total nicht hingefahren. Ich habe stumm geklingelt. Sein Handy ist kaputt gegangen und dann war der Wecker kaputt. Aber wir sitzen jetzt in der Bahn Richtung Witten und haben nur ganz wenig Verspätung. Ehrlich, nur ganz wenig. Guten Morgen. Schuldig. Der trinkt da gerade nur Sirup. Der hat da gerade 8 verschiedene Sirup-Dinger reingemacht von Monin. Ich habe gehört, jeder trinkt seinen Kaffee mit 20 Stößen Sirup. Ja. Aber der ist umsonst. Vor allem, weil der so groß ist, ne? Gerade angekommen, sitzen hier schon im Schminkenbereich, wie du sehen kannst. Es ist flauschig und ich werde jetzt geschminkt. Das ist so schön, wenn man sich nicht fertig machen muss. Duzt du jetzt? Hast du jetzt nur noch einen Zuschauer? Ich habe gesagt, das ist so schön, wenn man sich nicht fertig machen muss. Ich habe nur einen Zuschauer, das wäre aber traurig. Just the end of the world. Back to the street where we began. Feeling as good as.
ich habe jetzt mal nicht alles mitgefilmt, weil das hätte sonst viel zu lange gedauert, weil es war zwischenzeitlich noch jemand anders hier und wird geschminkt. Deswegen habe ich da jetzt einen Cut gemacht und da könnt ihr mal das erste Kunstwerk sehen. Wir haben es leider schon 12:30, deswegen müssen wir uns ein bisschen sputen, deswegen quatsche ich gar nicht lange. Und jetzt gehen wir mal mein Outfit wählen. Ich glaube, das wird für mich mit Abstand das Schwerste. So, das ist mein erstes Outfit. Das ist ein Bikini-Oberteil. Ich habe vergessen, woher. Normale Hose und gleich ziehe ich noch... Guckst du da? Nachher ziehe ich noch meine Plateauschuhe an, weil dann kann ich auch ein bisschen was im Sitzen machen. Mal gucken, ob wir gleich überhaupt noch ein zweites und drittes Set schaffen. Müssen wir uns jetzt ein bisschen beeilen. Okay. Pussy. Hey. Du bist im Bild. Nein, das, ja. Hm. Hm. Das sieht ein bisschen aus, als ob du ihn rapest. Ja, dann geh raus, wenn du mit mir arbeitest. Ja, aber er will trotzdem im Bild sein. Floki. Floki, wie der Bootbauer von... Floki? Ach, Loki heißt er. Loki, Floki. Wie das... Okay, wie der Arsch aus... So, wir haben jetzt noch genau 15 Minuten. Ich habe euch jetzt nicht alle Outfits mitgefilmt, weil es einfach schnell gehen musste. Wir haben jetzt nur noch ein paar Minuten und wir machen jetzt noch mal ein bisschen was am Make-up, dass wir da noch mal ein bisschen Rotation drin haben. Rot! Ihr wisst ja, ich mag ja so Augenentzündung Make-up, ne? Ja. Nur das ist schön, nie geschlafen, immer gekifft. Tja, guck mal, das schaffe ich doch jeden Morgen. Das seht ihr doch jeden Tag bei mir quasi im Vlog, ne? Schon übelst die Lippen aufgespritzt, ne? Ja, ich dachte, wir gönnen uns heute das Schlauchboot. Transenlippen! Wir gönnen uns vor allem. Fahren wir damit gleich nach Hause? So, Lippenfarbe?
So, jetzt mega beeilen, weil wir haben noch ungefähr 15 Minuten oder 20 Minuten, bis unsere Bahn kommt. Ich muss mich noch umziehen. Ach du Scheiße, ich muss so raus. Scheiße, Kami. Ich muss so raus, ne? Ja. Ach du Kacke. Hab ich mir beim Schminken schon gedacht. Schön, deswegen hast du es wahrscheinlich gemacht, du Schwein. Wieder normal aussehen, ne? Jetzt fahre ich nach Hause. Normal. Hallo zusammen. So, ich bin jetzt gerade wieder zu Hause angekommen, direkt in die Jogginghose. Ich habe so dermaßen gefroren von, als wir raus sind. Es ist so kalt geworden, es war unfassbar. Meine Kleine sitzt hier auch schon wieder und ich werde mich jetzt gleich erstmal abschminken, weil ich muss ehrlich sagen, für ein Shooting ist das mal okay, aber mir hat das erste Make-up deutlich besser gefallen, weil ich mag es ja wirklich total farbig und auch krass. Aber das ist mir ehrlich gesagt auch too much. Also so mit den schwarzen Lippen kann auf dem Foto ganz cool aussehen, aber ist für mich auch schon grenzwertig. So, aber muss man halt ausprobieren. Mal gucken, was wir nächstes Mal machen. Ich hoffe, ich habe euch hier jetzt einen kleinen süßen Einblick so zusammengeschnitten. Ich werde euch auch die bearbeiteten Fotos irgendwo einfügen, dass ihr seht, was daraus geworden ist. Gebt mir gerne mal Feedback, wie ihr das Video gefunden habt und wir sehen uns ansonsten beim nächsten Mal. Kamis und Dirks Social Media verlinke ich euch natürlich alle unten in der Infobox, da könnt ihr gerne mal gucken. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!